Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Teleblocher. Die ganze Welt brennt, auch in der Schweiz grosse Diskussionen. Jetzt nochmal das Thema, das uns beschäftigt hat während der letzten drei Wochen. Roger Köppel. Jetzt hat man können lesen, innerhalb der Partei ist schon ein grosses Gerangel, wer jetzt auf die Nationalratsliste kommt im Kanton Zürich. Wie beobachten Sie das? Ja, ganz ruhig. Also, der Lärm wird grösser gemacht. Also, vor allem der Tagesanzeiger schreibt das. Das habe ich gesagt, der aber nie einen Namen genannt. Nicht genannt sein wollende. Aber es ist klar, auf einer Liste hat es so und so viele Plätze. Und jeder will natürlich einen besseren Platz. Aber hat denn das so einen Einfluss, ob jetzt einer Platz 4 oder Platz 7 hat? Ja. Natürlich, wenn alles ungefähr gleichwertige Kandidaten sind, hat die Partei strahlt ein bisschen aus. Das sind Favoriten und so. Die hätten wir lieber gern vorne. Aber wir haben da schon derjenigen gehabt, die wir führen genommen, die hinterher gefallen sind. Das war das letzte Mal. Präsidentin von der jungen SVP ist dann zurückgefallen, trotz einem guten Platz. Also, das gibt immer etwas. Was mir nie gar nicht gefällt in dieser Diskussion, und das habe ich auch in der Partei gesagt, das ist ja furchtbar, die Töne, die da rauskommen. Also, wenn einer sagt, ich habe jetzt so lange Knochenarbeit gemacht in der Partei, jetzt wollte ich ernten. Also ist das Nationalratsmandat eine Ernte. Das ist ja eine Dekadenz. Ist natürlich eine Bauernpartei, oder? Nein, das ist ja Dekadenz par excellence. Und das zeigt eben auch dringend die Parlamentsreform. Man muss die Mandate abschränzen auf ein Drittel, aber wo man einen Jahreslohn und dürfen auch nur ein Drittel von der Arbeitszeit hier oben verbringen. Weil jetzt gehen sie auf Bern, König von einer Karriere, oder? Und kommst noch so viel über, dass faktisch kannst leben davon. Das ist nicht in der Ordnung. Und dass das in unserer Partei derig gibt, wir müssen derig führen tun, wo der Grind vorne raus, wo dann den Grind anheben, weil sie für das Schweizer Volk sich einsetzen und Nachteile auf sich nehmen. Weil wenn man sich jetzt einsetzt für unsere Grundsäule, kommst du auf den Grind über. Von allen anderen Zeitungen machen mit dort. Zürich-Zeitung jetzt. Vor allem, seit dem Fall von Herrn Somm, haben sie gesagt, unsere Hauptrichtung ist gegen die SVP. Merken wir jeden Tag. Da auch, unter wir neuen, auch unter dem neuen Chefredakter. Ja, den weiss ich noch nicht. Kennen Sie den? Nein, den kenne ich nicht. Haben Sie den mal gesehen, oder? Nein, aber gelesen natürlich. Ja. Von Auslandartikeln habe ich gelesen, wurde im Zürich-Zeitung. Und das hat mich ja gewährt, dass es in der Richtung läuft. Da plötzlich hatte er auch die Leitartikel vorne und so. Also gut, das ist ein Auslandredakter. Und die Zürich-Zeitung wird ja jetzt vor allem Ausland stark sein. Also in Österreich, ja. Im ganzen deutschen Raum, Österreich und Deutschland. Und das müssen ja die wissen. Ich habe da keinen Einfluss bei dieser Zürich-Zeitung. Geht mich auch nichts an. Das wird jetzt da so gemacht, weil sie den Somm geholt haben. Die haben den Somm gefragt und geholt, ohne mein Wissen. Der Somm hat mir gesagt, dass er angegangen worden ist, weil er ein anständiger Mensch ist. Er macht nicht etwas hineinnummern, oder? Und jetzt tun sie so, wenn ich da noch quasi will, dass er dort hingeht. Kommt jetzt wahrscheinlich der beste Mann verlieren. Das ist ja ein Spitzenchefredakteur mit der Basler Zeitung. Und der hat die Basler Zeitung redaktionell angebracht. Die Basler Zeitung, die dermassen in der Tinte war, mit so viel Verlust, heute eine selbsttragende Zeitung mit einer guten Ertragslage. Auf das kommt es drauf an und wird auch sehr beachtet, auch gesamtschweizerisch beachtet. Aber gleich jetzt noch mal ein bisschen ironisch, halb ironisch war gesagt, könnte man sagen, wenn man Chefredakteur wird von der NZZ wie der Herr Guyard, dann ist eine Qualität oder ein Anstellungsmerkmal, dass man sie noch nie gesehen oder sie gar nicht kennt, oder? Habe ich auch gesehen. Also ich habe ein Interview gelesen, wo der Tagesanzeiger gemacht hat, voller Unterstellungen. Da sagt der Tagesanzeiger zu dem, was sagen Sie dem? Uns ist bekannt, dass die grösste Partei, die SVP in der Schweiz, Zürich-Zeitung-Aktien kaufen wollte. So einen Unsinn. Der hat
Gut, der hätte es alle gar nicht negieren, weil er es ja nicht weiss. Aber das sind so Unterstellungssachen. Es geht ja gar nicht. Man kann ja nur als FDP-Mitglied Aktien kaufen. Unsere Partei ist doch nicht in der Lage, ein Aktienpaket zu kaufen von der Zürichsee. Die kennen eine finanzielle Situation von einer Partei nicht. Zweitens, wir wissen doch, dass dort muss freisinnig sein, wenn dort eingetragen wirst. Und sonst nicht. Wir machen gar keinen so einen Versuch. Das ist ja uns auch gleich. Abgesehen davon, wir haben genug mit anderen Zeitungen zu tun. Aber ich wenigstens, oder? Und Zeitung, gell? Und der hat einen Gui. Die Mehrzahl, ja? Ja, natürlich. Zürich-Bott. Zürich-Pur. Vergleich, das sind kleine Zeitungen, aber die müssen auch gepflegt werden. Das ist eine Parteizeitung. Da müssen auch die Mitglieder jedes Mal haben. Basler Zeitung, bin ich Aktionär. Und die ist auch noch nicht fertig aufgeräumt, weil die Liegenschaften haben wir ja rausgenommen. Die müssen auch gepflegt werden und alles. Und wir haben auch mit allen Zeitungen, wenn wir Kontakt haben. Wir nicht, es gibt ja keine Parteizeitungen mehr heute in der Schweiz. Aber gleich noch interessant, Sie haben jetzt gerade Basler Zeitung, wo Sie ja Miteigentümer sind, das ist ja völlig transparent. Ein ganz interessanter Fall diese Woche. Gegen eine alte Weggefährtin, also auf einem anderen Lager natürlich, Susanne Leutenegger-Oberholz. Das hat die Basler Zeitung enthüllt oder widerbracht die Geschichte, dass die zwei Wochen bevor die berühmte Zweitwohnungsinitiative war, noch schnell eine Wohnung geschnappt hat im Bündnerland. Ja. Gut, das ist, bin ich überzeugt, da könnte man auch bei vielen SPlern forschen, was die eigentlich machen, was Politik ist und der Gegensatz im Privaten. Wir hatten den Fall von der Frau Kühner Nellen, die plötzlich null versteuert. Aber jeden angeprangert hat. Aber jeder, sagen Sauerei, die Optimierung von den Steuern und so weiter. Und selber so optimiert, dass sie am Schluss nichts zahlt. Also ich kann nicht denken, ob ich der soll schreiben oder dem Steueranwalt sagen, soll mal den Verkehr nicht, wie wir das machen, dass wir keine Steuern zahlen müssen. Aber das kann man ja lernen, oder? Ja, super, oder? Es ist doch einfach, dass die nicht rot werden, oder? Zweitens, also ich habe das auch gelesen in der Basler Zeit, ich habe von dem nichts gewusst, dass die so eine Zweitwohnung kauft noch 14 Tage vorne und die Gewerbler und der Gemeindepräsident in Valbella sind natürlich grauenhaft verrückt. Der sagt, die hocht in das Komitee und sagt, da sollen wir ja keine Zweitwohnungen mehr machen. Und sie selber schnappen noch geschwind eine voran. Das ist doch einfach eine Art. Und dann noch alles zuerst abstreiten und bestreiten, oder? Ja, sie hat doch gesagt, dass eine AG, die das gekauft hat. Ja, ja. Ja, und jetzt an dieser AG ist sie also zum Drittel beteiligt. Und die anderen sind, glaube ich, alle Familienangehörige. An sich ist ja das alles nicht so schlimm. Aber es scherbelt doch zu dem Maul aus, oder? Ich kann doch nicht, sagen, es ist eine Sauerei, dass jemand reich ist und selber bin ich reich. Das ist doch, ja, das ist einfach auch nicht konsequent. Aber die Basler Zeitung ist natürlich in dem Raum Basel eine Zeitung, die auch schon viele solche Unkorrektheiten bei den Politikern aufdeckt. Und sie ist nicht parteiisch. Sie hat also das letzte Jahr da den Fall von der Basel landschaftlichen Grossratspräsidentin. Die ist aus ihrer Partei gewesen, ja. Die SVP gewesen, hat die Sache aufdeckt, dass sie in ihrem Haus zu Hause eine zonenwidrige Nutzung hat von dem Geschäftshaus. Ich weiss den Detail nicht mehr genau. Und die hat dann auch müssen zurücktreten oder ist zurückgetreten. Also sie dort überall schauen, wo, das ist eine Aufgabe von der Zeitung, wo hat es Unkorrektheiten, wo man muss an die Öffentlichkeit bringen. Und sie hat jetzt das gemacht. Sie hat ja, Frau Leutenegger-Oberholz, sie hat ja einen entrüsteten Brief auf dem Nationalratspapier, haben Sie viel gesehen, mehr so umgeschrieben gehabt. Es geht ja eigentlich gar nicht, nicht an, dass er im Privatleben umschnüffelt von ihren und B, er soll mal die Verhältnisse bei der Basler Zeitung transparent machen. Jawohl. Da sieht man, wo das durchläuft, oder? Auch die bei der Basler Zeitung sind ja transparent. Man weiss, welche drei Aktionäre die Zeitung haben. Und, aber mit dem lenkt sie ja ab. Und nicht im Privatleben herumschnüffeln. Eine SPlerin.
nicht im Privatleben umschnüffeln. Was schnüffeln die umeinander in allen Privatleben? Bei jedem, wenn sie hinten dran schauen und sind für absolute Transparenz. Das ist natürlich ein Ablenken. Schlechtes Gewissen, oder? Also, das ist das Thema. Das ist ja die kleine Welt. Jetzt gehen wir mal auf die große Welt. Auf die grosse Welt. Also, das sind ja die Schweizer Probleme, die wir haben. Wenn wir jetzt über Grenzen raus schauen, man hat ein bisschen den Eindruck, und das ist noch interessant, wie in dieser krassen Ausdeutung haben wir es eigentlich nie gehabt, der Konflikt einerseits zwischen dem reichen Deutschland und dem armen Griechenland. Also, die gehen jetzt voller Power aufeinander los. Ja. Innerhalb von der EU hat man es noch nie so erlebt, ja, oder? Ja. Im Grunde genommen ist es so, Griechenland ist ein Schuldner, der seine Verpflichtungen nicht einhalten gegenüber dem Gläubiger. Das ist eigentlich faktisch Konkurs, oder? Ja, da geht im Privatleben, gibt das auch Firmen, die so viel Geld geholt haben von den Banken, mit Versprechen, sie werden das und das dann erfüllen und haben es nicht gemacht. Einfach ein einfacher Fall. Und jetzt geht das Griechenland immer noch mehr. Schon klar, weil sie am Ende sind. Und die Regierung ist ja an die Macht gekommen, weil sie gesagt hat, wir lassen uns das nicht gefallen von dieser kleinen EU. Und in der kleinen EU, wo sie da sagen, wer ist dort der Hauptzahler? Deutschland. Und Deutschland sieht natürlich klar, wenn die Länder ihre Verpflichtungen nicht eingehen, dann verjagt es die ganze EU. Also, das ist ja ein Präjudiz, das macht es natürlich jeder so. Ja, ja. Darum haben sie ja Kriterien gemacht. Jeder muss einhalten, darf nur so und so viel, also nur 60% vom Bruttoinlandprodukt Schulden haben, er darf nicht mehr als 3% Defizit haben, er darf nicht mehr als 3% Inflation haben. Und die Mehrheit der Staaten hat natürlich die Schuldengrenze da mit 60% überschritten und auch die Defizitgrenzen überschritten. Und die EU, also das ist ja vor allem die Europäische Zentralbank, die sagen, also das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und jetzt, was macht man normalerweise mit einem Staat, der die Verpflichtungen nicht hat? Man gibt ihm keinen Kredit mehr und dann macht er Konkurs. Und die Firmen müssen auch können sterben, oder? Wenn sie nicht mehr lebensfähig sind, müssen sie können untergehen, sonst zahlt man einen Toten, oder? Im Grunde genommen. Und jetzt kommt eben die Frage, warum lässt man die Griechen nicht fallen? Sie könnten jetzt wieder vorne anfangen, mit neuem Geld und so weiter. Weil das ist eben keine ökonomische, sondern eine politische Konstruktion, die EU. Und die können die Griechen nicht fallen lassen, sonst geht das Zeug auseinander. Oder die haben die Angst. Und das weiss Griechenland. Darum kann Griechenland sagen, die können uns gar nicht fallen lassen. Wir können fordern, was wir wollen, die lassen uns nicht fallen. Aber irgendwann gibt es ja einen Knall, oder? Ja, wenn sie kein Geld mehr haben. Und das ist dann Deutschland, das dann mitreisst. Und der Hass gegen Deutschland, das ist ja immer so. Der ist gegen den, der geht, wo gibt. Und der Zweite Weltkrieg. Und der Zweite Weltkrieg. Ja, der ist jetzt schon rübergeschoben. Oder man kann nicht nach 60 Jahren noch sagen, ja, das ist jetzt der Zweite Weltkrieg. Oder nach 70 Jahren, oder? Ist es ja eigentlich schon. Und aber das ist im Leben immer so. Der, der einem anderen hilft, der kommt am Schluss, hasst man den. Weil er natürlich geholfen hat, oder? Also der, der Geld, das kann man im Privatleben auch sehen. Wenn sie einem armen Kaib helfen, denkt der, der einem geholfen hat, länger dran, als der, der die Hilfe bekommen hat. Das ist ja so. Aber da muss man auch wissen. Jetzt, das Deutschland tut mir total leid. Die tragen nämlich den ganzen Kasumpel da. Es ist eindeutig. Ohne die ging es ja gar nicht. Und jetzt kommen sie so auf den Deckel über, nur weil sie eine konsequente Linie fahren. Aber das Griechenland ist am stärkeren Hebel, weil man nicht fallen lassen kann. Das ist etwas Ähnliches wie bei der Privatwirtschaft. Wir hatten ja bei der Grossbank ein Problem, das wir beseitigen wollen. Auf Englisch sagt man dem «too big to fail», zu gross, um fallen zu lassen oder zu sterben. Man muss ihm Geld geben. Weil wenn er untergeht, reisst er alles mit.
Und da haben wir jetzt Ähnliches mit Griechenland. Das ist zwar nicht zu big, das ist nicht zu gross. Das ist ein kleiner Fisch an sich in der EU. Aber er reißt natürlich dann alle mit, ja. Vielleicht ist es zu important, zu wichtig, um sterben zu lassen. Aber gleich nochmal, es ist doch eine andere Frage. Wenn Sie jetzt in diesen einzelnen Ländern Abstimmung haben, jetzt wie in Griechenland, haben Sie eine Regierung, die sagt, Härtekurs, die Regierung, die jetzt am Machen ist, die gesagt hat, wir geben wieder Geld aus, wir stellen die Leute ein, dann werden Sie ja immer, werden der Bürger immer die Regierung wählen, die bequemer ist. Ja, natürlich. Drum, also, ich begreife, dass der Griech der wählt. Der sagt, alles, was für euch unangenehm ist, ihr Redner und so, das hebe ich alles wieder auf. Wir sparen doch nicht. Die sollen zahlen. Sollen zahlen. Und dann sagen die Leute, ja, aber wenn sie nicht zahlen, gehen wir ja Konkurs. Der weiss, der geht nicht Konkurs. Weil die lässt man nicht fallen. Die lässt man nicht fallen aus politischen Gründen. Und jetzt kommt natürlich noch etwas bei Deutschland Folgendes dazu. Unter dieser Decke, wo Griechenland, ohne dass sie laut redet, hocken noch ganz andere Länder. Nämlich die, die auch lieber hätten, sie müssen nicht sparen. Frankreich, Italien, Spanien, Portugal. Da sind dann noch ein Haufen derjenigen, die auch noch diesen Stil helfen. Das ist interessant. Dann haben sie im Prinzip Deutschland gegen den Rest. Nachdem Griechenland gesagt hat, hört, jetzt wollen sie die Bedingungen erfüllen. Sie gezwungen haben, zu unterschreiben. Das haben sie ja gesagt, bis Ende April müssen sie Details liefern. Natürlich auch ein Wischiwaschi-Vertrag. Ist es 14 Tage gegangen, dann gibt die EU bekannt, wir verlängern auch die Rückzahlungszeit der Kredit und die Zeit, die sie Bedingungen erfüllt haben, um 2 Jahre. Das ist doch klar, die haben doch schon, damit die Idee mitgemacht haben, gesagt, aber wir wollen dann auch 2 Jahre. Oder? Fängt doch an, der nächste. Das ist vielleicht Italien. Es kann natürlich jetzt jeder andere pressen. Und das ist gefährlich. Und das ist die Fehlkonstruktion von der Europäischen Union. Die hat ja, ein Staat braucht ja ein Machtmittel, um etwas durchzusetzen. Und das hat sie ja nicht. Und ich war an dem Vortrag vom deutschen Bundesbankpräsidenten in Zürich, der geredet, in der Gesellschaft für Außenpolitik, bin ich gegangen an die Universität. Wenn er gesagt hat, das ist jetzt nicht wesentlich, aber ich habe gemerkt, an was sie müssen appellieren. Sie appellieren an die Verantwortung der Länder. Mhm. Wenn wir beitreten ist der EU, muss man auch die Verantwortung wahrnehmen. Weil das tönt in einem Ohr von einem Griech, von einem Italiener, von einem Franzosen. Du musst Verantwortung wahrnehmen für das Ganze. Das sind wunderbare Illusionen. Und sie sagen, ja, wenn Griechenland alles einhält, dann nachher geht's. Und wenn sie es nicht einhält, dann wird es schwierig. Ja, was heisst, dann wird es schwierig? Was machen wir denn? Ja, dann wird es schwierig. Das ist das Problem von der europäischen Konstruktion. Ich sage das, weil im 92, wo wir über den EWR-EG-Beitritt in der Schweiz abgestimmt haben, habe ich das Wort geprägt, die Europäische Gemeinschaft, da war es noch Gemeinschaft, das war ja ein Projekt, das war lange noch nicht so weit gewesen, ist eine intellektuelle Fehlkonstruktion. Und das sieht man jetzt. Also jetzt bin ich natürlich viel sicherer als da, weil das ja da noch nicht so sicher war, aber jetzt sieht man das. Und ich weiß nicht, wie das ausgeht. Vielleicht, also müssen sie über den Schattenwind und einmal ein Land in den Konkurs gehen lassen. Weil Griechenland kann Europa nicht mitreissen. Natürlich verlieren viele Banken Geld und Kredite in Griechenland und so. Aber wegen dem geht die EU nicht kaputt. Aber es geht den einen. Und da haben sie Angst, dass der Nächste kommt. Einer findet, ja, das ist doch gut, da kannst du raus. Griechenland ist raus, wenn sie noch eine eigene Währung macht und dann noch voll geht, was noch möglich ist, oder? Dann kannst du vorne anfangen. Sagt Italien, da gehen wir auch raus. Frankreich gehen wir auch raus, oder? Sie haben ja da Angst, dass die
Marie Le Pen, dass die da die Wahlen gehen, ja. Oder? Die sagt dann, nein, wir müssen zu der EU. Es ist natürlich gefährlich, oder? Also da kann auch Krieg geben. Es gibt nur noch ein Land, das unbedingt dort drin ist, also in Bern. Ja. Sie haben ja, habe ich jetzt gesehen, ganz am Abschluss von dieser Sendung, Sie haben nächste Woche ja ein Dreamteam von der SVP, einen ganz grossen Vortrag im Zürcher Kongresshaus, oder? Ja, es ist ja so, es ist am 20. März, ist es genau 200 Jahre her, vom Wiener Kongress. 1815 ist ja nach dem Zusammenbruch vom Napoleonischen Reich jetzt ein Kongress gegeben, der Wiener Kongress. Und an dem Wiener Kongress ist die schweizerische Neutralität völkerrechtlich auch bestätigt worden oder verlangt worden sogar. Die Schweiz ist ein dauernd neutraler Staat. Und seitdem haben wir das. Und jetzt ausgerechnet in einer Zeit, wo man ja in Bern die Neutralität nicht mehr ernst nimmt, weil man da in dem Übermut in den letzten 20 Jahren gefunden hat, die sei eigentlich unnötig, ist es von Bedeutung, dass man das macht, auf den Gedenktag hin. Das ist also ein festlicher Akt, 200 Jahre völkerrechtlich garantierte Neutralität. Und da muss der Christoph Mörgeli zuerst als Historiker das Historische bringen aus dem Wiener Kongress. Dann muss der Herr Köppel das Wesen von der Neutralität und ich komme mit der warnenden Stimme, wie Bundesbär neben die Neutralität preisgibt. Wie bei einem Rockkonzert. Am Schluss kommt noch der Star, oder? Ja. Ja, nein. Es ist ein inhaltlicher Teil. Das ist ein, aber es ist im Kongresshaus, oder? In Zürich, ja. Wollen wir noch sagen, am Donnerstagabend. Ja, Kongresshaus, ja. Am Donnerstagabend, um 7:30. Und es ist jedermann herzlich eingeladen. Also, haben wir das auch noch gesagt. Herzlichen Dank, Christoph Blocher. Wir haben jetzt eine globale Weltsicht gemacht von Val Bella, von der Frau Oberholzer, ja, über die NZZ. Vom ganz kleinen ist ganz große Jahr. Ja. Das war Stele Blocher. Nächste Woche gleiche Zeit. Sie kennen die Station. Freut mich, wenn Sie dabei sind. Schönes Wochenende.